Wer viele Spiele hat, egal ob Konsole oder Computer, braucht sich nicht wundern, wenn sein Schreibtisch, egal ob virtuell oder im echten Leben, irgendwann mal so aussieht. Aber ach, wie gut, gibt es ja auch Spiele, die man im Internet spielen kann, und deswegen jetzt die 10 besten Browser-Games. In Browsern, im Internet. Wer hat denn gesagt, dass ein Spiel unbedingt eine Story oder einen tieferen Sinn haben muss? This is Sand ist ein super Spiel für zwischendurch, bis einem auffällt, dass man die letzten 4 Stunden damit verbracht hat, physikalisch korrekt fallenden digitalen Sand aufeinander zu häufen. Und dabei ist es egal, ob man einfach vor sich hinhäuft oder Kunstwerke erschafft, Hauptsache man hat Spaß. Wir haben 1 Leute gefragt, nennen Sie uns ein Browserspiel mit der gleichen Spielmechanik wie Familienduell. Richtig, Google Feud. Erfreut sich momentan großer Beliebtheit und das zu Recht. Simples Konzept, aber eine Menge Spaß. Und eigentlich geht's nur darum, die 10 häufigsten Enden einer zufälligen Google-Anfrage zu erraten. Aber besonders lustig wird's mit Freunden, da kann man da mal so richtig tief in deren Psyche blicken. ASDF, Querz, LOL, alles mögliche Kombinationen auf einer Tastatur, und sobald man sie getippt hat, weiß man, zu was es führt. Quop andererseits, Quop, bis heute habe ich es nicht mal bis zur 50 Meter Hürde geschafft. Als eines der schwersten Browser-Games verschrien, birgt Quop die Aufgabe, einem jungen Athleten beim Laufen zu helfen, indem man seine Ober- und Unterschenkel steuert, mehr nicht. Da muss man allerdings schon echt Physiotherapeut oder so sein, um auch nur ansatzweise Sonne zu sehen. Du willst der Allergrößte sein, wie keiner vor dir war? Dann spiel halt agar.io, und auch hier besticht das Spiel wieder mit einer simplen Spielmechanik. Verschlinge kleinere Kugeln, um größer zu werden, und versuch dabei nicht selbst gefressen zu werden. Ja, richtige Profis haben dann natürlich auch Dinge wie die Zellteilung im Repertoire, aber aus manchen Situationen kommt auch der beste Agarer nicht mehr raus. Und die Panik, wenn man bemerkt, dass es eine Riesenkugel auf einen abgesehen hat, unbezahlbar. In Zeiten voller Sexismus-Skandale muss man eben zusehen, wo man bleibt. Wer also kein Dead or Alive mehr spielen will, der nimmt einfach die asexuelle Form und spielt Blobby-Volley. Ist eh viel besser und vor allem viel simpler. Die Bewegungen sind auf links, rechts und oben beschränkt, berührt er bei den Boden, gibt's einen Punkt, und wer richtig mies ist, hält einfach 4 oder mehr Tasten gedrückt, wenn der andere abwehren will, und blockt damit die Tastatur. Der Idiot-Test ist eigentlich idiotensicher. Man muss, um ihn zu bestehen, nur den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, und das geht auch vollkommen klar, bis man bemerkt, dass man von dem Spiel systematisch verarscht wird und am Ende an der eigenen Intelligenz zweifelt. Am besten spielt sich das übrigens gegeneinander und unter Zeitdruck. Die perfekte Mischung aus Action-Racing und Gore gefälligst? Happy Wheels it is. Egal ob beim Zugucken oder selber spielen, diese Räder machen glücklich, und die Community macht dieses Spiel umso großartiger. Jeden Tag werden unzählige neue Kurse erstellt, einer skurriler als der andere, du weißt nie, was dich erwartet, nur das Rumgekreische und Gefluche, das ist sicher. Flash! Super Smash Flash, die Browser-Variante des Nintendo Brawlers. Nicht ansatzweise so reich an Funktionen wie das Original, aber immer noch ausreichend spaßig, um in der Mittagspause zu klären, auf wen die Rechnung geht, wer den Müll runterbringt oder einfach, wer der bessere Mensch ist. Denn das kann man nur mit einer Runde Super Smash Bros. Rausfinden. Bullet Hell! Der Anspruch schlechthin, da muss man schon auf bewusstseinserweiternden Drogen oder StarCraft Pro sein, um im späteren Spielverlauf überhaupt noch eine Chance zu haben. An Raiden X hat man ganz schön zu kauen, genauso wie übrigens der Browser, wenn irgendwann zu viele Projektile auf dem Bildschirm zu sehen sind. Obwohl, warte mal. Slow-Mo Mode. Dass das Internet für Porn ist, weiß jeder, allerdings gibt es ein Spiel, das genau das Gegenteil deklariert und dennoch großartig ist. This is Prawn ist ein Rätselspiel, und zwar eins der kompliziertesten, die ich je gesehen habe. Fängt harmlos an, um ins nächste Level zu kommen, muss man zum Beispiel nur auf eine Tür klicken. Ja, das macht auch Sinn. Die Rätselmechaniken werden, je weiter das Spiel voranschreitet, aber so abartig komplex, dass ich nach Monaten des Spiels irgendwann aufgeben musste. Audiofiles runterladen, die WAV in eine ASCII-Datei umwandeln, aus dem Text eine bestimmte Zeile rauskopieren und in den Quellcode der Seite reinkopieren. Alter, wer soll denn auf sowas kommen? So, und während ihr euren Spielstand saved und dann oben auf das rote rechts, links, da ist so ein X, und dann könnt ihr draufklicken und dann geht das Fenster zu und dann ist es weg, und während ihr das macht, räume ich hier auf. Das hat ja super funktioniert.